Herzlich willkommen bei Chemistry in the Kitchen Kompakt. Wir hatten schon mal eine kleine Ausgabe, in der wir euch gezeigt haben, wie man mit Galläpfeln Tinte herstellen kann. Heute geht es um diese kleinen Freunde. Ich kippe das mal hier auf die Arbeitsfläche, damit wir uns das mal genauer anschauen können. Das sind Cochenillläuse. Cochenill ist ein Naturfarbstoff, natürlich nicht vegetarisch, weil das sind einfach Tiere. Wir werden euch heute mal zeigen, wie man mit Cochenill, echtem Cochenill, ein Ei färben kann. Ja, das ist so ein kleines Prequel, weil wir werden bestimmt nächstes Jahr mal ein Special zeigen, Chemistry in the Kitchen, wie ihr mit relativ vielen Naturfarbstoffen eure Ostereier färben könnt. Heute einfach nur mal mit echtem Cochenill ein Hühnerei. Da ist es auch schon. Ja. So, jetzt müssen wir zwei Sachen machen. Wir müssen einmal die ein bisschen kleiner bekommen und dann werden wir hier heißes Wasser reinmachen. Und dann noch einen Schuss Essig, damit die Schale angeraut wird. Und dann bekommen wir hinterher am Ende hoffentlich ein schönes rotes Ei. Genau. So, dafür nehme ich jetzt mal hier ein Blatt Papier. Dann mache ich mir die Läuse drauf. Das ist schon relativ viel, ehrlich zu sein. So. Möchte einer von euch beiden ein bisschen zerstoßen? Ich nicht. Okay, möchtest du? Hier so, wo die sind. Das machst du super. Häufig wird Cochenill auch ersetzt durch Azofarbstoffe. Wenn ihr was über Azofarbstoffe wissen wollt, hier entlang, ist natürlich nicht so gesund. Ja, Azofarbstoffe haben ihre Problematik. Echtes Cochenill ist natürlich teurer und deswegen wird häufig der Ersatzfarbstoff verwendet. Das hast du toll gemacht. Guck mal, das machen wir uns hier rein. Ja, und jetzt nehmen wir uns auch noch ein zweites Blatt Papier, machen das da drunter. Um zeigen zu können, wie sich jetzt die Farbe verändert. So, ich mache jetzt heißes Wasser hier drauf. Vorsichtig. Dumpf! Das Ei sieht komisch aus. Sieht aus wie immer. Und einen Schuss Essig. Ja, ihr seht jetzt hier auch, dass sich die Farbe ein bisschen verändert, weil der Farbstoff... Orange aussieht. Jetzt ist orange, ne? Eben war er rot. Das ist pH-abhängig, welche Farbe wir hier haben. So, ich würde sagen, das lassen wir jetzt mal ein bisschen stehen, spulen vor und gucken, was jetzt gleich passiert. Das soll erstmal reichen. Natürlich kann man das noch viel, viel länger machen, je intensiver wird die Farbe. Wir haben jetzt nicht den ganzen Tag Zeit hier und ich glaube, die Geduld lässt langsam nach. Wer möchte das mal rausholen? Ich. Du möchtest dann hol mal raus. Hier, ich gebe dir mal den Löffel und einmal. Oh. Sieht pink aus. Magst du es ein bisschen höher ein halten? Ein pinkes Ei. So, ich mach mal. Je höher, je... Nee, mach mal tiefer, sonst ist das nicht scharf. In der Kamera. Mhm. Guck mal. Ja, das war jetzt vielleicht 2-3 Minuten in der Lösung. Wir sehen hier einen richtig schönen pink-rosa Farbton, so ein bisschen ins Lila rein. Ne? Ja, und das Ganze mit einem Naturfarbstoff. So färbt man mit echter Cochenill seine Ostereier. Mhm. Juppiluppi. Das soll es gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Juppi. Dann vielleicht wieder mit anderen helfen. Okay, pures Chaos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.